Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind mal nicht in unserem Buggy, nein, wir sind tatsächlich mal wieder im Teddy. Haben vor, zwei Videos zu drehen. Als erstes fangen wir mit etwas an. Habt ihr schon gelesen? Und wann kommt das? Das kommt nach dem Intro. Was soll man sagen? Es ist unfassbar, aber es ist immer so, kaum ist die Garantieleistung, also die Garantie abgelaufen, geht irgendetwas kaputt. So ist es halt. In diesem Fall ist es aber irgendwie Glück im Unglück, weil der Wasserhahn ist eh nicht von der Garantie betroffen, weil es ist ein Verschleißteil. Zumindest wurde es so laut, laut dem Händler gesagt. Finde ich ein bisschen zwar kritisch, weil eigentlich, hallo, Wasserhahn, Verschleißteil. Aber wir hatten Glück, denn es war dieser Wasserhahn noch auf Lager, weil ein anderer Kunde auch gesagt hat, hier Garantie und dies und das und jenes. Und dann musste er es aber selber bezahlen und das wollte der wohl nicht. Also von daher wurde der auch nicht eingebaut. Genau. So haben wir jetzt einfach den Spaß für euch, dass wir jetzt einfach mal umbauen, damit wir euch zeigen, wenn ihr auch mal das Problem habt. Wie gesagt, ihr müsst es selber machen und deshalb gibt es das Video und vielleicht gibt es noch eine Fortsetzung. Das werden wir aber sehen, inwiefern du da was kannst, werden wir aber im Laufe dieses Videos berichten. Genau, ich bin nämlich auch sehr gespannt, weil der Händler gesagt hat, 2,5 Stunden. Ich denke, das werden wir wohl schneller hinkriegen, aber wir gucken mal uns das an. Ja, dann würden wir sagen, dann legen wir los. Was schon gemacht ist, die ganzen... Also es sind nicht alle leer, die Schubladen, die müssen wir ausbauen, aber ansonsten die unterste Kiste ist leer, da sind nämlich hier die ganzen Töpfe und die muss man natürlich ausräumen, damit man da besser hinkommt. Und das könnte natürlich sein, je nachdem, was du für ein Camperverhalten antragst, könnte das allein schon 2 Stunden dauern. Genau, wie auch immer. So, und jetzt Stefan, denkst los du, geht's. Fang an, ne? Ja, wie ihr sehen könnt, Schubladen sind raus. Wir haben jetzt die Leitung hier mal rausgeklickt, denn da oben sitzt ja der Wasserhahn bekanntlicherweise. Hier ist der angeschlossen auf die Vargo-Klemmen, also das heißt, eigentlich ist es dann nur abmachen, also das heißt hochbiegen der Vargo-Klemmen und schon kann man das Kabel wieder rausziehen. Das werden wir auch als allererstes tun und dann werde ich versuchen, die Schläuche gleich zu lösen. Oben sind so Schellen drauf, das müssen wir euch aber in Bildern zeigen, weil das ist ein bisschen schwierig zu drehen und wenn ich dann da gleichzeitig dann versuche, das Ganze mit der Zange zu lösen, das wird halt nichts werden. Genau, und wenn das dann erledigt ist, dann ist eine große Überschraubmutter, die wir dann lösen müssen. Und das würden wir euch dann im zweiten Step zeigen. Aber jetzt mache ich erstmal Schläuche ab und den Strom los. Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Macht den Wasserhahn auf. Und wenn der Wasserhahn auf ist, habt ihr hier unten Schrauben. Ihr könnt die lösen und dann läuft nämlich das Wasser vom Wasserhahn hier auch raus, aus den Leitungen raus. Und ihr habt da oben nicht so eine Sauerei, wenn ihr dann die Wasserschläuche dort löst. Das nur noch mal dazu, wie es einfacher geht. Blau und Rot sagen die Leitung aus, also Warmwasser, Schwarzwasser wollte ich gerade sagen, nein, Warmwasser, Blauwasser, jetzt überlege ich gerade Kaltwasser, danke. die Schellen sitzen da drauf, die Dinger sind, ich sag mal, das sind so eine Einmalschellen, die werden zusammengeknipst, wenn man diesen Schlauch drüber packt, sondern wird die zusammengeknipst, das heißt, die Dinger muss man zerstören. Ich habe sie versucht ein bisschen auseinander zu kneifen, das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe sie dann im Prinzip ein bisschen hochgebogen mit einem Schraubendreher und habe es dann über den Schlauch rüber nach unten gezogen und dann konnte ich den Schlauch auch abziehen. Ja, ansonsten kommt die große Überwurfmutter noch dazu. Die habe ich auch im Prinzip dann losgedreht mit einer Wasserpumpenzange, wo auch immer sie ist, die finde ich hier unten auch drin. Also das heißt so ein bisschen hingestellt und an der Stelle, wo man rankam, ein bisschen freigedreht und fertig. Ja, und dann kann man den Wasserhahn ganz einfach nach oben abziehen und dann war es das. Das Ganze hat jetzt eine Viertelstunde gedauert. Ich will es mal anders ausdrücken, wenn das Händler machen, die da drin Übung haben, dann sollten die nicht 2,5 Stunden dafür brauchen. So, Wasserhahn natürlich wieder rein. Wir haben die Überschraubmutter von unten wieder angedreht. Das ging relativ einfach. Man musste erst kurz wissen, wo man mit der Zange ansetzt. Also das muss man ein bisschen sich ausfummeln, aber das ist auch machbar. Dann habe ich die Leitung gleich wieder angeschlossen. Wir blenden da jetzt mal ein Foto ein. Das heißt, das sind die Vargo-Klemmen, das einfach aufmachen, reinstecken das Kabel, vorher abisolieren logischerweise. Und dann, ja, fertig. Beide Kabel ran, es ist egal wie rum, denn es ist ja ein geschlossener Stromkreis, der durch den Schalter entsteht. Also von daher ist es egal, welche Richtung man oder welches Kabel man in welche Seite wieder reinsteckt. Und ja, was haben wir dann gemacht? Wir haben dann natürlich erstmal getestet, bevor es nachher nicht funktioniert oder sowas. Alles ist gut,
der läuft. Ich habe ne vorher auch durchgemessen den Schalter des Wasserhahns. Das muss ich auch sagen, bevor ich den mir einbaue und mir die Arbeit mache. Ja, und jetzt kommen diese Schläuche da noch wieder drauf. Das heißt rot zu rot und blau zu blau. Also es ist kindersicher. Das ist wirklich ganz einfach. Und ich setze jetzt neue Schellen da drauf. Das sind solche Nylon-Schellen. Die haben wir bei unserem Bulli damals schon immer verbraucht. Und die sind besonders gut, weil man die später mal wieder gut und einfach lösen kann. Das ist mit diesen Metalldingern etwas bisschen doof, finde ich. Und wird eine Fummelei. Und ich denke mal, dass wir irgendwann doch nochmal in die Bredouille kommen, nochmal wieder den Wasserhahn zu wechseln. Spätestens wahrscheinlich wieder in 2 Jahren, in 2 weiteren Jahren. Wenn der Wagen 4 Jahre alt ist, dann macht es also Sinn, jetzt schon mal vorzusorgen und bessere Schellen dafür zu nutzen. So, ordnungsgemäß soll man das natürlich noch abschließen. Ich habe jetzt alles angebaut. Ich werde jetzt hier die Hähne hier wieder zumachen, also diese kleinen Ventile, damit da, wenn ich jetzt gleich Wasserdruck drauf gebe, das Ganze nicht dann weggeht, der Wasserdruck, und also nicht nach unten abfließt. Und dann heißt es natürlich noch testen, ob das Ganze dicht ist. Das ist auch wichtig. Nicht, dass ihr hier diese Sauerei dann habt, wenn ihr hier vielleicht Töpfe drin habt oder irgendwie sowas. Auch generell für den Möbelbau ist das ja nicht gut. Also, das wird jetzt als nächstes gemacht. Und dann, wenn das klappt, dann ja, sind wir fertig. Kurze Sache. Also, wir haben jetzt noch ein bisschen abgewartet. Haben einmal Wasser aufgefüllt. Warmwasser nicht vergessen. Das heißt, den Boiler füllen. Und dann haben wir abgewartet, ob bis der Druck sich schön aufgebaut hat. Und jetzt haben wir nochmal geguckt. Ich habe da nochmal drunter gefühlt. Ihr könnt auch mit dem Zewa-Tuch nochmal gucken, ob ihr da irgendwo einen Tropfen habt. Das sieht man mit dem Zewa-Tuch ganz gut. Da ist gar nichts gewesen. Also, ja, was wir jetzt machen, sind die Schubladen noch einbauen und dann sind wir fertig. Achso, eine Sache habe ich noch gemacht. Hier hinten, das fotografiere ich euch nochmal. Da habe ich nämlich den Kabelbinder wieder neu dran gesetzt, der vorher dran war. Wir wollen ja auch, dass es so original wie möglich aussieht, als wenn man da gar nichts gemacht hat. Im Endeffekt hat sich hier nur eins gewechselt, nur eins geändert. Es ist ein neuer Wasserhahn drinne. Und die Schlauchschellen sind die besseren. Also diese Nylon-Schellen, die sind halt einfach besser, weil man sie halt besser lösen kann zum Schluss mal. Alles hat er wieder eingebaut. Man sieht es hier. Genau, Schubladen einfach wieder reingeklickt. Und da müsstet ihr wieder aufpassen. Das hat er auch gerade nochmal gezeigt. Wir werden euch dann mal kurz ein Foto einblenden von unten. Genau, ich habe mich einfach hingelegt und habe die Schiene dann reingeschoben. Also die klickt dann richtig rein. Das muss man halt dann ein bisschen reingefummelt. Und da, so kann man die Schublade auch nicht gleich wieder nach oben wegziehen. Ja, und dann können wir sagen, also 2 Stunden. Nein, also wir haben das jetzt wirklich gemütlich gemacht. Wir haben das mit Kameradreh, haben uns ein bisschen unterhalten und dies und das und jenes und haben jetzt ungefähr eine Stunde maximal. Also ich sag mal so, die eigentliche Arbeitszeit, da könnte davon ausgehen, eine halbe, dreiviertel Stunde. Also ist das Thema erledigt. Eigentlich eine halbe Stunde, weil wie gesagt, ich würde behaupten, die machen wirklich die Schubladen auf und ein Töpfchen raus, ein zweites Töpfchen raus und dann dauert das ewig. Keine Ahnung, wie die da drauf kommen, das passt nicht. Stunden. Ja, auf jeden Fall funktioniert alles, das ist wunderbar. Und ja, Stefan hat eine kleine Vermutung, wie es zu diesem Fehler in diesem Reifen kommen könnte. Es handelt sich ja in dem Wasserhahn um Mikroschalter. Und Mikroschalter haben die Angewohnheit, natürlich nicht so viel Strom durchlassen zu können. Also Stromstärke, darum geht es dabei. Und was soll ich sagen? Also die paar Funzelleitungen hier, die sind hier nämlich auch die alten angeschmort gewesen, beziehungsweise so ein bisschen schwarz gewesen. Also das heißt, dass die da eine höhere Stromstärke aufnehmen mussten. Und die Pumpe verbraucht ja nun mal ein bisschen Ampere, gerade beim Anlaufen. Ja, die Leitungen, die dorthin gehen, sind ordentlich dimensioniert mit, weiß ich nicht, Querschnitt kann ich jetzt schlecht sagen, vielleicht 1,5 Millimeter, Quadratmillimeter in Querschnitt oder sowas. Und diese Dinger hier sind, weiß ich nicht, wenn wir Glück haben, 0,5 oder sowas. Also das ist halt schon... Vielleicht liegt es daran, also dass das Stromkonzept hier in diesem Fahrzeug nicht so ganz so gut überdacht ist. Aber ich werde diesen Wasserhahn auseinanderschrauben. Ich werde gucken, ob man den irgendwie reparieren kann. Wenn das der Fall sein sollte, dann... Gibt es dazu ein extra Video. Genau. Wir werden es euch auch in einem der nächsten Videos, die wir zum Pepper machen, auf jeden Fall erklären. Ehrlich gesagt, wir hoffen es, dass der Wasserhahn reparierbar ist, weil wir dann diesen Ersatzwasserhahn dann meinen Eltern mitgeben wollen und dass die dann halt beim nächsten Mal, was wahrscheinlich wieder in 2 Jahren sein wird, diesen Wasserhahn dann tauschen können. Weil was immer schlecht ist, es ist auf den Sonntag und du kannst kein Wasser mehr nehmen. Okay, ihr habt dann meistens vielleicht noch das Wasser im Bad, aber genau, das ist nicht so toll. Dann für euch schon mal ein Hinweis, wir werden ungefähr in 2-3 Wochen ein Video machen. Da habe ich schon mal die ersten Facts genommen. Nach 2 Jahren
was mit diesem Fahrzeug ist. Stefan geht jetzt gerade in dem Moment noch davon aus, dass wir das Video gleich drehen werden. Werden wir nämlich nicht tun. Das heißt, ihr werdet noch ein bisschen warten, weil auch Peugeot ist nämlich die Wartung dran und wir wollen alles wissen, was da passiert ist. Und dann gibt es ein gesondertes Video, da könnt ihr euch drauf freuen. Das heißt, auch jetzt gibt es mal wieder das ein oder andere, es werden nicht so viele werden, aber Pepper, unser Teddy, ist ab und zu auch wieder bei uns auf unserem Kanal. Wenn euch das gefällt, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr Fragen zu dem Einbau habt, wie gesagt, das ist ganz einfach, stellt sie. Stefan wird mir erzählen, was ich euch antworten soll. Ja, und dann würde ich sagen, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.